Willkommen zurück im Heimatfilm-Wohnzimmer. Jungs und ich sind umgestiegen auf Disco-Sounds aus den 70ern. Discomania liegt auf dem Plattentable, Turntable sagt man ja. Oder sagt man das noch heutzutage? Ich weiß nicht. Ja, Turntable. Ja. Man, ihr geht ja in Discos. Werden da noch Platten aufgelegt? Eher nicht. Eher nicht, ne? Alles digital. Nur noch in den coolen Discos, wo auch noch so ein DJ steht. Ja, also wie gesagt, wir haben nicht viel Auswahl. Lasst uns weiter über euren Film reden und gleich nochmal reingucken. Den Film habt ihr in diesem Schulkurs gemacht, aber danach auch nicht nur in der Schule für euch präsentiert, sondern auch im Theater. Und wer ist dann da hingekommen in der Skala? Also hauptsächlich natürlich dann halt Eltern und Leute aus unserer Stufe oder halt Stufe über uns oder unter uns. Ja, das war eigentlich so das Publikum oder halt Freunde noch, Bekannte so. Ja. Habt ihr Eintritt oder war das so eine kostenfreie Premiere mit Snacks und Sekt? Wir mussten natürlich auch was bezahlen dafür, dass wir es da aufführen dürfen. Und dann haben wir halt ein bisschen Eintritt genommen. Ich meine, 3 €? Ja, also. Das war ein großer Moment, ne? Wenn man sich so viel Arbeit gemacht hat. Geschnitten habt ihr beide, ne? Marvin, Simon? Ja, und dann noch Simon, ne? Hauptsächlich. Ja, ist richtig. Klar. Da verbringt man die ganze Nacht am Schnittrechner oder Wochenenden. Ihr habt ja viel Zeit auch am Wochenende verbraten. Und dann sieht man das fertige Produkt auf einer 10 Meter Leinwand. Wie ist das? Ja, es ist ein tolles Gefühl, muss man sagen. Es ist was ganz Neues natürlich, vor allem für einen Schauspieler, wenn man da sich groß sieht. Ja, ich kenne das, wenn ich mich selber hinterm Fernsehen sehe, dann gucke ich gerne weg. Und wenn ich mich dann auf 10 Metern so groß sehen würde, könnte ich mich gar nicht ertragen, glaube ich. Wie war das bei dir? Ja, vor allem weiß man dann auch, dass man in gewissen Situationen sich ein bisschen komisch benommen hat oder irgendwas nicht so ganz so gelaufen ist, wie man es möchte. Mhm. Später denkt man ja immer, dass man es besser hätte machen können. Und ja, dann so ganz groß zu sehen, war wirklich komisch. Also wirklich, konntet ihr viel neu drehen oder musstet ihr alles durchziehen? Wir mussten neu drehen, aber eigentlich hat auch vieles sofort geklappt. Also, Also später hat man dann schon gemerkt, dass halt so der Fluss wesentlich besser ging, halt, dass man schon wusste, jetzt, was machen wir jetzt und dass halt die Schauspieler auch irgendwie ihre Sachen besser drauf hatten. So. Und am Anfang war halt ja noch so quasi keine Erfahrung und dann merkte man das schon. Also es ging auch dann alles schneller. Zieh mal dein Pulli ein bisschen runter, dein Mikro schuppert am Kinn. Ja. So sieht's besser aus, alles klar. Sieht gut aus. Dankeschön. Ah, du bist aber auch gut gekleidet hier. Der Winter steht vor der Tür. Ja. Da bist du, Simon, echt schlecht dran. Wenn du jetzt rausgehen würdest, wärst du sofort an der Dann nimmt dich der Luis vielleicht in den Arm. Nee, nicht. Ja, nein. Muss man machen, wenn es kalt wird, kuscheln. So, wir gucken jetzt mal einen zweiten Ausschnitt aus dem Film Mach's gut, Liebling, den wir am Freitag in voller Länge zeigen. Und diesmal geht es darum, wir können ja nicht die ganze Geschichte verraten, aber es ist nun mal so, wir haben das gerade gesehen, der Deal ist geplatzt. Michael, unser Hauptdarsteller, ist in Not geraten, konnte fliehen, musste seinen Kumpel Karl zurücklassen. Und jetzt sind wir im Hauptquartier des Bösen, praktisch da, wo der Chef wohnt. Und der Chef hat natürlich Interesse daran, seine Kohle wieder zu kriegen. Oder den Stoff. Ich hoffe, das war Mehl. Natürlich. Ja. Natürlich. Und wir schauen mal rein, ob das heikel ausgeht oder doch nicht. Was ist passiert? Was ist mit dem Geld und der Ware? Der Deal ist geplatzt. Überall Polizei, elende Schmiere. Wie konnte das passieren? Peter hat uns verraten. Was? Ich weiß auch nicht genau wie und wann. Ich weiß nur, dass die Polizei von allem wusste. Uns hat Karl erwischt. Nein, das kann nicht sein. Warum? Er hat auch die Polizei geschossen. Wir konnten nichts mehr für ihn tun. Und wo ist mein Geld? Es tut mir... Was? Wo ist mein Geld? Bei Peter. Und wo ist Peter? Ich weiß es nicht. Was? Ich hatte ein gutes Gefühl bei ihm. Und jetzt ist das Geld und die Ware weg. Ein Verlustgeschäft. Du verstehst das sicher? Natürlich. Ich hoffe, du weißt, was das für dich bedeutet. Du bist der Einzige aus dem Deal, der nicht tot ist. Und du hast Peter zu uns gebracht.
bringst das Geld oder die Ware zurück. Da die Drogen jetzt wohl bei der Polizei sind, wirst du wohl oder übel das Geld zurückbringen müssen. Falls du es nicht auch schon bei den von uns so geliebten Gesetzeshütern hast. Aber... Keine Widerworte. Du wirst das Geld zurückholen. Oder ich sehe mich gezwungen, andere Schritte einzuleiten. Was? Was? Guten Tag, meine Damen und Herren. Am heutigen Vormittag ist es der Polizei gelungen, einen Drogendeal zu verhindern. Ein Informant hatte den örtlichen Behörden den Standort mitgeteilt und dieser konnte das Treffen sprengen. Bei der entstandenen Schießerei kamen zwei der Dealer ums Leben. Einer wurde erschossen, der andere verblutete. Es folgt nun ein Kommentar des ermittelnden Kommissars Hermann Schmidt. Mit diesem weiteren Schritt gegen die organisierte Kriminalität und den Drogenhandel ist uns ein großer Coup gelungen. In Kürze werden wir herausfinden, für welche Hintermänner der Dealer gearbeitet hat. Und dann werden wir entsprechend tätig und die Verantwortlichen schnappen. Dieser verdammte Hund von der Schmiere. Ich tue so etwas eigentlich nur sehr ungern. Eigentlich mag ich dich, aber es wäre doch schade, wenn ihr etwas zustößt. Das kannst du nicht machen. Sie hat mit der ganzen Sache nichts zu tun. Also haben wir uns verstanden. Ja, wir haben uns verstanden. Gut. Und jetzt gehen wir aus den Augen. Du hast zu tun. Tage, 200 Stunden am Wochenende, 300 Stunden insgesamt und jede Menge Pizzen hat es gekostet, um diesen wunderschönen Film auf die Beine zu stellen. Und es wird sehr dramatisch. Habt ihr auch für die Musik euch sehr viele Gedanken gemacht oder irgendwas genommen, was im Musikarchiv bei euch vorlag? Naja, das ist also ein Problem mit der GEMA. Ja. Deshalb haben wir natürlich dann im Internet geguckt nach Musik, die frei verfügbar war. Und ich habe dann so ein bisschen Vorauswahl getroffen, was halt so Stimmungen so vorhanden waren. Und Simon dann hat dann letztendlich halt entschieden, was wozu passt oder was er wie einbauen will, wie lange, welchen Ausschnitt etc. Ja, das ist eine Kunst auch. Die Musik trägt ja sehr viel und da kann man viel falsch machen. Aber ich glaube, ihr habt dann ein gutes Händchen bewiesen auch. Da muss man gar nicht mal so viel sagen. Wenn die Musik stimmt, dann weiß man schon direkt, oh, jetzt wird's gefährlich oder nicht. Also. Und das musst du dann auch als Regisseur intuitiv machen wieder, weil du es ja nicht gelernt hast. Ja, noch nicht. Hat das denn gut gemacht? Ihr dürft das jetzt mal sagen. Seid ihr zufrieden mit eurem Regisseur? Also, ja, also Musik ist auf jeden Fall, ich habe es ja im Grunde schon selber so vorausgewählt. Also ich wüsste keinen, also jetzt aber auch von der generellen Regie her, keinen jetzt in meinem Umfeld. Gewartet, weil er hat jetzt bisher nur die Musik gelobt. Aber jetzt kommt's ja. Also generell war er auch ein guter Mann. Keinen, den jetzt in meinem Umfeld, der es irgendwie direkt jetzt besser könnte. Ja. Deshalb, also, das ist ja auch der Beste, den ich habe. Man kann ja auch nicht außerhalb der Schule dann irgendwelche Leute rekrutieren, die euch als Kurs dann auch noch rumscheuchen soll. Das muss ja schon jemand von euch auch machen, denke ich, damit ihr den auch akzeptiert. Ja. Jetzt seid ihr natürlich nächstes Jahr fertig mit der Schule. Habt ihr dann noch ein Projekt in der Schule, das ihr noch umsetzen könnt in der kurzen Zeit oder müsst ihr nur noch lernen? Theoretisch sind wir gerade dabei, noch einen Actionfilm zu produzieren, den wir in den Sommerferien gedreht haben. Halt mit weniger Leuten als für den Kurs, sondern halt jetzt Simon, Marvin und noch ein paar andere Leute. 4 Drehtage, 8 Minuten am Ende ungefähr. Sollte im besten Fall Ende dieses Jahres fertig sein. Mhm. Aber ja, produzieren und Schule und muss man mal gucken. Und dann drehen wir vielleicht noch einen anderen Kurzfilm mit, also Marvin und ich, mit noch anderen Leuten. Und aber was wir hauptsächlich, wo wir jetzt darauf hinarbeiten, ist nach der Schule, vor Studium und Ausbildung, nochmal einen größeren Film, der dann auch nochmal im Skala aufgeführt wird. Vielleicht so als so bevor man so auseinandergeht, sage ich mal, noch als großer Promotion-Film für, falls man später mal in die Filmbranche gehen will. Was heißt auseinandergehen? Das heißt der Kurs oder nur ihr als harter Kern? Oder wer macht damit? Ja, als harter Kern. Also ja. Zum Beispiel unser Audio und Visual Effects, die wollen beide Maschinenbau studieren und wahrscheinlich halt jetzt nicht mehr hier lokal. Und es ist ja immer dann halt, dass die Leute erstmal viel zu tun haben mit Studium und Ausbildung. Man verliert sich aus den Augen, das ist leider so. Ja, also ich meine, man kann sich natürlich immer noch kontaktieren und man kann natürlich auch immer am Wochenende noch was machen, aber natürlich ist weniger Zeit eigentlich da. Richtig. Also all das, was ihr noch machen wollt, macht das auf jeden Fall vor der Berufsausbildung, weil danach wird es eh nichts mehr.
Aber ich finde es gut, dass ihr die Pläne jetzt habt. Habt ihr denn auch Pläne, also von dir was schon gehört, dass du eventuell in die Richtung gehen möchtest? Eventuell. Möchtet ihr vom Studium her auch Film oder Fotografie studieren? Also meine Ausbildung und Studium, wahrscheinlich kriege ich, wenn ich Glück habe, ein duales Studium, ist zwar eine andere Richtung, aber letztendlich irgendwann würde ich gerne mal in der Filmbranche landen. Deshalb werde ich das wahrscheinlich immer noch genau wie die Fotografie nebenher betreiben und dann hoffen, dass vielleicht irgendwann mal wer kommt und sagt, ja, willst du nicht mal was machen? Ich finde, ihr habt eine mehr als ansehnliche Visitenkarte hinterlassen mit Mach's gut, Liebling. Und ich danke euch, dass ihr hier wart. Und am Freitag müssen alle reingucken und sich den gesamten Film angucken. Der geht so 25 Minuten ungefähr. Wenn der Abspann ganz mitgeguckt wird. Also, wie gesagt, stellt euch Pizzen bereit. Die sind auch bei der Produktion gegessen worden. Ich mache euch noch eine schöne Ausmarschmusik, aber ihr könnt sitzen bleiben. Also ausmarschieren ohne marschieren. Danke, dass ihr hier wart. Viele Grüße nach Leverkusen. Tolle Ecke, kenne ich. Macht's gut, Heimatfilmfreunde. Guckt Freitag rein. Morgen auch.